machst denn du, wenn du auf der Wiesn ein Mädel ansprechen willst? Gar nichts. Bei mir ist die bayerische Bierkönigin, die Barbara Stadler. Barbara, hallo. Hallo. Jetzt habe ich eine Frage, was haben denn Golfspielen und die Wiesn gemeinsam? Golfspielen und Wiesn, ich glaube, das gleiche Klientel. Bei mir ist die Nina. Und die Nina ist Miss Dirndl. Und zwar ist sie gewählt worden vom Angermeier. Und jetzt erzähl mal, was hast du denn da machen müssen? Ich musste laufen auf dem Laufsteg und es war aufregend. Also das war das erste Mal für mich, aber es war wirklich schön. Was muss man so machen als bayerische Bierkönigin? Man muss natürlich immer präsent sein, viel in der Welt rumreisen, erlebt viel spannende Geschichten, lernt nette, interessante Leute kennen. Man muss natürlich immer das Bier, das bayerische Bier, so gut wie möglich repräsentieren. Was macht's denn am liebsten auf der Wiesn? Essen, trinken oder sonst irgendwas? Essen, trinken und Menschen kennenlernen. Ja, Menschen kennenlernen und tolle Interviews führen. Ich habe Lederhosen an. Ja. Geht es jetzt oder geht es nicht bei einem Mädel? Also ich bin ein ehrlicher Mensch, ich finde das nicht geht. Okay, und warum? Weil mir gefällt es eigentlich nicht. Also mir gefällt es bei den Männern ganz gut, aber ich finde es bei den Frauen einfach schöner, wenn sie dir ein Loh haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Eine hübsche Lederhose an dich. Ich danke dir. Es ist auch meine tägliche Umfrage, ob diese Lederhosen ankommt oder nicht. Ja, du könntest aber noch einen Gürtel hier in die Schlaufen machen, finde ich. Aber ich habe keinen schönen Trachtengürtel. Wir haben auch eine Freundin, die macht Dekolleté-Fotos für ein Wiesnbuch. Ja. Jetzt muss ich auch dich fragen, weil als Miss Dirndl, geht an einem Mädchen eine Lederhosen oder geht's nicht? Es geht schon, aber dann bitte die klassischen und nicht irgendwie in lila oder in pink oder sowas. Die ganz klassischen geht. Ist jetzt die klassisch genug? Die ist super, die ist toll. Die ist super, ja. Du bist ja Bierkönigin. Ja. Du trinkst ausschließlich Bier? Ja, ich trinke sehr gerne Bier. Und auf der Wiesn, gerade hier haben wir es gesehen, die trinken auch alle Champagner. Also ich bleibe natürlich gern beim Bier, schließlich bin ich ja Botschafterin des bayerischen Bieres und dazu trinken wir gerne Bier. Was machst denn du, wenn du auf der Wiesn ein Mädel ansprechen willst? Gar nichts. Was sagst du zu einem jungen Mann, der frech wird? Dass er sich schleichen soll. Das ist recht.